Der Linguist Noam Chomsky ist ein brillanter Kopf und hat mit der Begründung der sogenannten Universalgrammatik die Sprachwissenschaft revolutioniert. Bekannt ist Chomsky aber auch als ein äußerst scharfzüngiger Kritiker der US-amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik. Zudem spricht Chomsky längst nicht mehr von Demokraten und Republikanern. Für ihn sind beide Vertreter einer einzigen Partei, der Business Party. Barbara Bleisch ist in die USA geflogen und hat dort Noam Chomsky getroffen. Ein Gespräch über ein faszinierendes Land im Widerspruch. New England und sein Zentrum, die Stadt Boston, gelten als Wiege der US-amerikanischen Kultur. Religiöse Puritaner waren es, die anfangs des 17. Jahrhunderts aus der alten in die neue Welt übersiedelten. Sie gründeten Zeitungen, Schulen und 1636 die erste Universität des Landes, die Harvard University in Cambridge. Heute gehört sie zu den renommiertesten Ausbildungsstätten weltweit. Nur einige Straßen weiter liegen die Gebäude des MIT, des Massachusetts Institute of Technology. Erschaffen nach dem Vorbild des europäischen Polytechnikums, begegnen sich hier Studierende und Professoren aus aller Welt. Das MIT genießt einen exzellenten Ruf im Bereich technologischer Forschung und Lehre. Auf dem Campus steht sogar ein nuklearer Versuchsreaktor. Seit 1961 verfügt das MIT über ein Institut für Linguistik und Philosophie. Mit seinem prominentesten Vertreter sind wir zum Interview verabredet. Noam Chomsky, Sie haben bestimmt mehr als ein Dutzend US-amerikanische Wahlkämpfe erlebt. Wahlen 2012. Wie erleben Sie diese Wahlen? Die Wahlen verlieren jedes Jahr an Bedeutung, aus guten Gründen. For quite good reasons, you may. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass 2008, kurz nach den letzten Präsidentschaftswahlen nach Obamas Sieg, die Werbeindustrie ihre Jahresversammlung hatte. An diesem Anlass prämiert sie jeweils die beste Marketingkampagne des Jahres. In jenem Jahr fiel ihre Wahl auf Präsident Obama. Er schlug Apple Computer. Es ist wichtig, sich etwas vor Augen zu halten. Die Werbeindustrie, die zur gewaltigen PR-Industrie gehört, hat viele verschiedene Funktionen. Und eines ihrer wichtigsten Ziele ist es, Märkte zu untergraben. In Wirtschaftsvorlesungen lernt man, Märkte würden darauf gründen, dass rationale Käufer rationale Entscheidungen treffen. Darauf basieren viele Wirtschaftstheorien. Schaltet man aber den Fernseher ein, sieht man, dass es das Ziel der Werbung ist, uninformierte Konsumenten zu schaffen, die irrationale Entscheidungen treffen. So wird das Funktionieren der Märkte untergraben. Würde die Geschäftswelt den Märkten vertrauen, würden Firmen wie General Motors oder Colgate Zahnpasta mit ihrer Werbung informieren. Das ist unser Produkt, das sind seine Eigenschaften. Und sie würden ein paar kritische Urteile von Konsumenten anfügen. Und das in 5 Sekunden. Aber so funktioniert Werbung nicht. Sie verleitet Konsumenten durch Täuschung zum Kauf von Produkten. Wenn also dieselbe Industrie vor Wahlen für Kandidaten wirbt, tut sie das Gleiche. Sie versucht, die Demokratie zu untergraben, indem sie uninformierte Wähler schafft, die irrational wählen. Man spricht also nicht über Inhalte, mit gutem Grund. Die öffentliche Meinung orientiert sich nicht daran, wie die Politik wichtige Themen anpackt. Deshalb legt die Werbung den Fokus auf die Person des Kandidaten und seine nette Familie. Auch die Kandidaten sprechen lieber nicht über Inhalte. Mitt Romney verzichtet praktisch vollständig darauf. Das ist ja diese Medienkritik, eine Theorie, die Sie sehr beschäftigt. Sie haben in einem Buch Media Control auch diese Theorie dargelegt, dass eigentlich die Medien unsere Welt sehr stark kontrollieren. Jetzt habe ich Sie ja eigentlich
gefragt, was eigentlich jetzt in diesen Wahlen los ist, wie Sie diese Wahlen erleben. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann würden Sie also sagen, es geht gar nicht um Themen, sondern letztendlich nur darum, wer die bessere Kampagne hat. Zunächst einmal glaube ich nicht, dass die Medien die Welt kontrollieren. Sie versuchen vielleicht, die Ansichten und das Verhalten der Bevölkerung zu kontrollieren, aber das heißt noch lange nicht, dass es ihnen gelingt. Doch, das ist eine Frage für sich. Das Buch, das Sie angesprochen haben, erörtert die Art und Weise, wie Ereignisse geformt, präsentiert und ausgewählt werden, abhängig vom Druck, dem die Medien ausgesetzt sind. Das tun sie ganz unterschiedlich, aber man kann auch ein paar generelle Dinge dazu sagen. Eine ganz andere Frage ist, wie wirksam die Methoden der Medien sind. Offensichtlich haben sie wenig Erfolg. Deshalb ist der Graben zwischen der Politik und der öffentlichen Meinung so tief. Denn die öffentliche Meinung wird nicht durch die elitäre Vermittlung der Politik kontrolliert. Sie wird davon beeinflusst, aber nicht kontrolliert. Was die Wahlen betrifft, gäbe es gute Gründe, über kritische Themen zu reden. Ich kann Ihnen Beispiele nennen. Zum Beispiel die US-Wirtschaft, das zentrale Anliegen der Amerikaner. Wie Umfragen zeigen, ist das Hauptproblem für die Bevölkerung, und das zu Recht, dass es nicht genug Arbeitsstellen gibt. Gegen 23 Millionen Menschen sind entweder arbeitslos oder unterbeschäftigt oder haben komplett aufgegeben. Das ist ein gigantisches Problem, eine menschliche Katastrophe und auch eine Katastrophe für die Wirtschaft. Uns wurde ja auch mehrmals gesagt, dass Obama daran gemessen werden würde, ob er die Arbeitslosigkeit in den Griff kriegt und die magische Grenze von 8% unterschreiten wird. Richtig. Aber wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, weder die Medien noch die Wahlkampagne fokussieren darauf. Was sind denn die Themen, auf die fokussiert wird? Sie fokussieren auf das Defizit. Das große Thema in den Medien und in öffentlichen Diskussionen ist die Frage, was tun wir mit dem Defizit? Das Defizit ist jedoch für die Bevölkerung zweitrangig. Zu Recht, finde ich. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Tatsächlich ist das Defizit für die Banken, die Finanzinstitute und so weiter wichtig. Und darauf konzentrieren sich die Medien und die Wahlkampagne. Auch die Öffentlichkeit hat eine Meinung darüber, wie man das Defizit verringern sollte. Das weiß man von Umfragen. Zum Beispiel, indem Militärausgaben beschränkt und die Steuern für die Reichen erhöht würden. Aber nicht, indem man Leistungen für die soziale Sicherheit und die Gesundheitsvorsorge beschneidet. In der Politik wird das Gegenteil angestrebt. Beide Kandidaten wollen die Militärausgaben erhöhen, die Republikaner mehr als die Demokraten. Was die Steuern anbelangt, reden sie zwar davon, die Reichen höher zu besteuern, aber es ist klar, dass das nicht geschehen wird. Und die Reichen sind in den USA eindeutig zu tief besteuert. Zudem wollen die Kandidaten die Sozialleistungen kürzen, gegen den Willen der Bevölkerung. Die Medien widerspiegeln also die Meinung der Elite. Die Öffentlichkeit hat andere Prioritäten. Jetzt zeigen Sie sozusagen diese Spannung auf zwischen dem, was die Medien behandeln und dem, was im Wahlkampf zur Sprache kommt und dem, was wirklich wichtig ist für die Leute. Eine Spannung tut sich auf. Es gibt auch die Spannung innerhalb der Bevölkerung. Paul Auster, der US-amerikanische Schriftsteller, hat in einem Interview mit der deutschen Wochenzeitung Die Zeit gesagt, USA, das ist ein geteiltes Land wie zu Zeiten des Bürgerkrieges. Was sagen Sie zu einer solchen These? Die Bevölkerung ist bei vielen Themen geteilter Meinung, aber bei vielen auch nicht. Die öffentliche Meinung in den USA wird genau erforscht. Das ist eines der Hauptanliegen der Politikwissenschaft. Es gibt viele Umfragen, die sehr gründlich und zuverlässig sind. Man weiß also recht genau, wie die Bevölkerung denkt.
Nehmen wir die Meinung der Tea Party-Bewegung. Das sind Leute, die keine Einmischung der Regierung dulden. Schaut man ihre Haltung an, ist diese mehr oder weniger sozialdemokratisch. Sie wollen mehr Ausgaben für Bildung und Gesundheit und mehr Unterstützung für Frauen mit abhängigen Kindern. Aber sie wollen keine Wohlfahrt. Die wurde von der Regierung dämonisiert, vor allem von Ronald Reagan und von den Medien. Wohlfahrt bedeutet für die Leute eine schwarze Frau, die im Cadillac ins Sozialamt fährt, um ihr Geld entgegenzunehmen. Die Leute wollen keine Wohlfahrt, aber mehr Ausgaben für Bedürftige, was natürlich Wohlfahrt ist. Was die Außenpolitik betrifft, zum Beispiel die Auslandshilfe, finden die meisten, es werde zu viel dafür ausgegeben. Fragt man die Leute jedoch, wie hoch ihrer Meinung nach die Auslandshilfe sei, sind ihre Schätzungen viel höher als die tatsächlichen Ausgaben. Die Leute wollen Auslandshilfe, finden aber, sie sei zu hoch. Was ein Widerspruch. Das ist kein Widerspruch. Es zeigt, wie erfolgreich die Bevölkerung falsch informiert wird. Manchmal ist dieser Erfolg erstaunlich. Erst kürzlich erhob eine republikanisch geprägte weiße Institution im Süden der USA eine Umfrage über die Haltung der Leute zum Steuersystem. Die meisten Befragten fanden, die Steuern für Reiche sollten beträchtlich erhöht werden. Doch sie favorisierten Romneys Steuerprogramm, das Steuererleichterungen für die Reichen vorsieht. Nun, wenn die Bevölkerung genug irregeführt wird, bekommt man solche Resultate. Aber die Bevölkerung ist verwirrt, weil die Fakten so sehr verschleiert werden, dass die Leute sie nicht sehen können. Sie haben jetzt sozusagen auch betont, wie die beiden Parteien, also die Demokraten und die Republikaner, in vielen Dingen sich einig sind. Sie haben herausgestrichen, dass sie denken, beide würden zum Beispiel die Militärausgaben schlussendlich erhöhen. Beide würden nicht wirklich die reicheren Leute stärker besteuern. Sie sagen ja auch immer wieder, eigentlich ist die USA ein Einparteienland. Kürzlich hatten wir die Zürcher Filmfestspiele in Zürich. Da hat die Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon gesagt, was die USA wirklich brauchen, ist eine dritte starke Partei. Würden Sie dem zustimmen? Braucht es eine dritte Partei? Und warum haben wir nicht zwei Parteien in den USA? Zuerst einmal haben die USA kein Proporzsystem. Daher ist es für eine kleine Partei praktisch unmöglich, in der Regierung vertreten zu sein. Ein anderer wichtiger Fakt ist die Rolle des Geldes in den Wahlen. Heute verschlingt der Wahlkampf so viel, dass dies zum Hauptthema geworden ist. Das geht weit zurück, mehr als 100 Jahre. Bereits der große Kampagnenmanager Mark Hanna, ein republikanischer Geschäftsmann, der in den 1880er Jahren mehrere Wahlkampagnen organisierte, wies darauf hin. Als er gefragt wurde, was bei einer Kampagne wichtig sei, sagte er drei Dinge: Geld, Geld und das dritte weiß ich nicht mehr. Das war vor mehr als 100 Jahren. Heute sind die Summen radikal gestiegen. Vor allem in den letzten Jahren gab es eine Verlagerung von der Qualität zur Quantität. Auch das wurde genau erforscht. Der Politikwissenschaftler Thomas Ferguson hat gute Arbeit in dem Bereich geleistet und gezeigt, man kann anhand der Konzentration der Kampagnengelder recht gut prognostizieren, welche Politik eine zukünftige Administration verfolgen wird. Of funding for the campaign, and it's a remarkably good predictor. And schaut man genauer hin, sind die Gründe nicht verwunderlich. Ein Buch von Martin Gillens zeigt detailliert eine der Haupterkenntnisse der zeitgenössischen Politikwissenschaft. Rund 70% der Bevölkerung haben keinen Einfluss auf die Politik. Das sind die wenig Bemittelten. Je höher das Einkommen, desto stärker ist der Einfluss. Zuoberst auf der Einkommensrangliste ist die Einflussnahme enorm. Mit anderen Worten, die Reichen bekommen, was sie wollen, und der Großteil der Bevölkerung ist irrelevant.
Das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum Sie eben, wie ich schon gesagt habe, manchmal sagen, die USA werden nur von einer Partei regiert und Sie nennen diese Partei die Business Party. Ich möchte Sie noch einmal fragen, würden Sie diese These wirklich so vertreten? Eigentlich gibt es nur eine Partei, es gibt nicht wirklich Unterschiede zwischen den Demokraten und den Republikanern? Nein, ich denke, es gibt Unterschiede. Und es macht manchmal Sinn, für die eine oder die andere Partei zu stimmen. Aber der Satz, den Sie zitiert haben, ist nicht von mir, sondern von Charles Wright Mills, einem der führenden amerikanischen Soziologen seiner Zeit. Er schrieb vor etwa 50 Jahren, dass die USA eine Businesspartei hat mit zwei Fraktionen, den Demokraten und den Republikanern. Sie sind verschieden, oft sogar sehr verschieden. Ich bin eigentlich überrascht, wie groß der Unterschied in den letzten 20 Jahren geworden ist. Im amerikanischen Wahlsystem sind ein paar interessante Dinge geschehen, welche die Veränderungen in der Wirtschaft widerspiegeln. Die Republikaner sehen sich nicht mehr als normale Regierungspartei. Sie sind sehr uniform geworden und verlangen die strikte Befolgung ihres Katechismus. Verglichen damit geht die kommunistische Partei sanft mit ihren Mitgliedern um. Der Katechismus verlangt, dient den Reichen und Mächtigen sozusagen mit Haut und Haar. Das macht keine Regierungspartei. So holt man keine Stimme. Die Republikaner mussten also etwas tun. Was sie taten, sieht man in den Vorwahlen. Sie mussten Teile der Bevölkerung mobilisieren, die bisher nie politisch mobilisiert wurden. Wie Sie wissen, ist die US-Bevölkerung sehr religiös, viel religiöser als die anderer Länder. Das geht zurück auf die Kolonialisierung, als die Hälfte der Bevölkerung glaubte, die Welt sei vor 10.000 Jahren erschaffen worden. Diese Leute konnten bisher politisch nicht mobilisiert werden, und das ist den Republikanern gelungen. Sie sahen sich gezwungen, sie zu ihrer Basis zu machen. Es gibt in den USA auch viele sogenannte Nativisten, die sagen, wir müssten uns gegen fremde Eindringlinge verteidigen. Auch diese Bevölkerungsgruppe wurde mobilisiert. Das Resultat zeigt sich bei republikanischen Debatten. Die sind irgendwie surreal und haben praktisch nichts mit der Realität zu tun. Doch so reden die Kandidaten zur Basis, die sie mobilisiert haben. Interessanterweise sind die Vertreter des republikanischen Establishments aus der Geschäftswelt nicht sehr erfreut darüber. Sie müssen diese Leute mobilisieren, doch deren Haltung missfällt ihnen. Und jedes Mal, wenn ein Kandidat der Basis den Aufstieg schaffte, wie Michelle Bachmann, Herman Cain, Newt Gingrich, Rick Santorum, wurde sofort geharnischte Negativwerbung betrieben, um ihn zu zerstören. Bis das Establishment endlich seinen Wunschkandidaten hatte, einen reichen Geschäftsmann mit Romney. Und dieser musste der politischen Basis schmackhaft gemacht werden. Das ist keine politische Partei. Sie versucht einzig, die Regierung zu lähmen und zu blockieren, zum Beispiel durch Verschleppungstaktik. Und wenn wir noch ganz kurz bei diesem Thema bleiben, wenn wir doch Susan Sarandon recht geben würden, es bräuchte eine dritte Partei, wie müsste Ihrer Meinung nach diese dritte Partei für die USA aussehen? Ehrlich gesagt bräuchte es erstmal eine zweite Partei. Die Republikaner sind in den letzten 30 Jahren sehr stark nach rechts gerutscht. Das ist eine lange Geschichte, gehört aber zum neoliberalen Angriff auf die Bevölkerung, der viel verändert hat. Auch die Demokraten sind nach rechts gerutscht. Es wird allgemein moniert, es gebe keine moderaten Republikaner mehr. Das stimmt nicht ganz. Es gibt sie. Sie heißen einfach Mitte-Demokraten. Beide Parteien sind also nach rechts gerutscht. Die Republikaner stecken so tief in den Taschen der profitgierigen Wirtschaft, dass man ein Teleskop braucht, um sie zu finden. Und die Demokraten liegen nicht weit hinter ihnen. Aber der Großteil der Bevölkerung ist anderswo. Im US-Wahlsystem braucht es also weniger eine andere Partei. Nötig sind vielmehr Veränderungen in der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kultur, damit andere Meinungen ins Blickfeld rücken. Nehmen wir die New York Times von heute Morgen. Darin ist ein ausführlicher, interessanter Artikel über Psychologen, die Kinder behandeln und ihnen Medikamente geben.
Es sind vor allem Kinder aus ärmlichen Gegenden, die schlechte Schulleistungen erbringen. Diesen Kindern geben sie Medikamente, damit ihre Leistungen besser werden. Im Interview sagen diese Psychologen, mit diesen Kindern ist nichts falsch. Es liegt an der Gesellschaft. Diese unterstützt die Schulen nicht und unternimmt nichts gegen die hohe Armut. Kinder, die unter diesen Bedingungen aufwachsen, sind nicht gut in der Schule, also geben wir ihnen Medikamente. Interessant ist ihre Argumentation. Sie sagen, die Gesellschaft hat beschlossen, nicht die Gesellschaft, sondern die Kinder zu verändern. Das hat aber nicht die Gesellschaft entschieden, nicht die 70%, die keinen Einfluss auf die Politik haben. Hinter dieser Entscheidung stehen jene, die Adam Smith Masters of the Universe nannte. Das ist ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung. Bevor das nicht grundlegend geändert wird, werden wir keine funktionierende Demokratie haben. Etwas muss klargestellt werden. Die USA gehören zu den freisten Ländern der Welt. In vieler Hinsicht ist die Gesellschaft sehr bewundernswert. Es ist das einzige Land der Welt, das ich kenne, in dem die Meinungsfreiheit ernst genommen wird. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Sie die USA so lieben. Das sagen Sie immer wieder, weil Ihnen die Meinungsfreiheit so sehr am Herzen liegt. Das ist ein sehr wichtiger Wert. Ich liebe keine Länder. Ich finde, man sollte Menschen lieben, nicht Länder. Und wenn wir unsere Gesellschaft bewerten, können wir viel Gutes und viel Schlechtes finden. Und die schlechten Dinge müssen geändert werden. Was aber in einem nicht funktionierenden politischen System unmöglich ist. Wenn wir schon bei der Meinungsfreiheit sind, darüber möchte ich auch gerne mit Ihnen sprechen. Sie sind ja eine Person, die die Meinungsfreiheit so sehr hoch hält, dass Sie sogar immer mal wieder auch Personen verteidigt haben, die in Verruf geraten sind, extrem in Verruf geraten sind. Sie haben beispielsweise 2010 in einem Kommuniqué die Freilassung von Vincent Reunard verlangt, einem Franzosen, der als Holocaust-Lügner eine Strafe verbüßen musste. Gibt es nicht Grenzen der Meinungsfreiheit oder warum verteidigen Sie Holocaust-Lügner? Diesbezüglich kann man zwei Positionen einnehmen. Einerseits die Position von Stalin und Hitler. Das bedeutet, man ist für freie Meinungsäußerung, sofern man die geäußerte Meinung gutheißt. Andererseits die Position der Aufklärung. Das bedeutet, die freie Meinungsäußerung gilt gerade für Meinungen, die man ablehnt. Und es gibt nichts dazwischen. Jeder ist für freie Meinungsäußerung, sofern er gleicher Meinung ist. Ob ich wirklich für freie Meinungsäußerung bin, zeigt sich erst, wenn ich sie auch hochhalte bei Ansichten, die ich ablehne. Es geht also darum, ob wir grundsätzlich an die Ideale von Jefferson glauben. Das heißt, jeder kann seine Meinung frei äußern und in der Interaktion zeigt sich die Wahrheit. Diese kann sich nur zeigen, wenn man seine Ansichten frei äußern kann. Nehmen wir die Leugnung des Holocaust. Es gibt in den USA bekannte Holocaust-Leugner. Einige sind Professoren an großen Universitäten und haben Bücher darüber geschrieben. Da aber niemand mit dem Finger auf sie zeigt, beachtet man sie nicht. Gesetzt den Fall, die New York Times verurteilt sie auf der Frontseite, worauf das Gericht entscheidet, dass sie ins Gefängnis müssen. Dadurch werden sie bekannt und die Leute wollen ihre Bücher lesen. So funktioniert es in Frankreich. Aber ich finde, die USA handeln richtig. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Argumente. Das eine war ein pragmatisches Argument. Besser, man macht kein Verbot, weil sonst gibt es ein Riesengeschrei um solche Meinungen und dann werden die Leute erst recht auf eine Plattform gehoben, wo sie ihre Ideen verbreiten können. Die andere Idee, die Sie jetzt vorgestellt haben, war, wir sollten lernen, auch Leute zu akzeptieren, die Meinungen vertreten, die wir nicht mögen. Aber da würde ich Sie gerne fragen, Sie hatten ja am Anfang jetzt über die Medien gesprochen, über die Schwierigkeit, dass die Medien uns auch in die Irre führen können, dass das Volk für dumm verkauft werden kann. Wo ist denn da der Ausgleich? Ich meine, zuweilen möchte man vielleicht nicht, dass Leute ihre falschen Meinungen verbreiten, weil man Angst davor hat, dass eine Hetze entstehen könnte, dass schlichtweg ihre Meinungen vertreten werden, die wirklich gefährlich sind.
Sie haben recht. Es besteht tatsächlich ein Unterschied zwischen der prinzipiellen Befürwortung der freien Meinungsäußerung und der pragmatischen Haltung, dass es das Beste ist, was man tun kann, damit die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Das sind unterschiedliche Positionen. Ich dachte, sie decken sich, aber sie sind verschieden. Und wichtiger ist die prinzipielle Befürwortung. Nehmen wir die Medien. Zuerst möchte ich sagen, ich lese die New York Times, ich lese internationale Zeitungen und lerne viel daraus. Darin werden aber auch Dinge verdreht. Nehmen wir den Artikel, den ich heute Morgen gelesen und erwähnt habe. Daraus lernt man etwas, das gar nicht dargelegt wurde, nämlich das tiefe Missverständnis der Elite. Sie meint, die Gesellschaft wolle die Kinder und nicht die Gesellschaft verändern. Es ist aber nicht die Gesellschaft, die das will. Das ist nur die Sicht der Elite und zeigt die Indoktrinierung der Elite. Aber wir können es lesen und sagen, so funktioniert das nicht. Wir kennen andere Fakten. Nicht die Bevölkerung, sondern die Manager wollen das. Okay, das ist wichtig. Wenn die Medien Dinge verdrehen, können wir das kritisieren und nach Möglichkeiten suchen, es zu ändern und die Leute richtig zu informieren. Darum geht es Aktivisten. Vor 50 Jahren wollten die Bürgerrechtler Ansichten und Verhaltensweisen verändern, die damals weit verbreitet waren und von den Medien und der öffentlichen Meinung unterstützt wurden. Nehmen wir Abraham Lincoln. Er war ein großartiger Mann. Aber er dachte, es sei ein Fehler, den Schwarzen nach ihrer Befreiung zu erlauben, in den USA zu bleiben. Er sagte, man müsse sie nach Liberia oder Haiti zurückschicken. Das war die Position von Abraham Lincoln. Und deshalb brauchte es die Aufklärung. Darum braucht es Bildung, Aktivismus und Organisationen. Nehmen wir etwas aus der jüngeren Vergangenheit, die Stellung der Frauen. In der US-Verfassung galt früher das, was im englischen Grundrecht verankert war. Basierend auf dem Kompendium des englischen Juristen William Blackstone wurde die Frau als Eigentum betrachtet. Als Eigentum ihres Vaters und dann ihres Ehemannes. Sie hatte deshalb kein Wahlrecht. Unter anderem, weil es unfair gewesen wäre, ihr das Wahlrecht zuzugestehen. Denn ihr Ehemann hätte dann zwei Stimmen bekommen, da sie natürlich hätte wählen müssen wie ihr Besitzer. Das galt noch vor wenigen Jahren. Bis 1975, das ist noch nicht so lange her, hatten Frauen auch nicht das Recht, Geschworene an Bundesgerichten zu sein. Denn sie waren keine Bürger, sondern Besitz. Das wurde geändert, wenn es auch lange gedauert hat. Und es gehört zu den wichtigsten Errungenschaften der Aktivisten der 60er Jahre, dass sich die Haltung, Praxis und die Gesetze bezüglich der Rechte der Frauen grundlegend geändert haben. Genauso werden Fortschritte erzielt. That's how progress is made. Noam Chomsky, sprechen wir über Sie. Sie sind seit 55 Jahren hier am MIT. Sie sind ein berühmter Linguist, ein Sprachwissenschaftler. Sie haben damals vor ungefähr 50 Jahren für Furore gesorgt mit der sogenannten generativen Grammatik, der Idee, dass unser Sprechen uns irgendwie angeboren ist, dass die sprachlichen Strukturen, dass wir die im Kopf tragen, dass wir die von Kindsbeinen an haben und eben nicht allein durch Nachahmung unser Sprechen erst entsteht. Das nannte man damals die kognitive Wende. Wir lernen Sprechen, auch weil wir eben diese Sprachstrukturen bereits in uns tragen bei der Geburt. Was ist von dieser großen These, die damals so sehr für Furore gesorgt hat, heute noch geblieben? Wo stehen Sie mit Ihrer Forschung? Heute ist dieses Konzept mehr oder weniger anerkannt, zumindest wenn man seriöse Forschungsdaten konsultiert. Man hat aber auch viel dazugelernt. In den 1950er Jahren meinte man noch, dieses Sprachsystem sei sehr komplex. Es schien, der Mensch müsse zur Bewältigung der Vielfalt und Komplexität von Sprachen über extrem ausgeklügelte innere Strukturen verfügen.
Wir merkten, dass dies nicht der Fall sein konnte. Sonst hätte sich die Sprachfähigkeit gar nicht entwickeln können. Wir wissen nicht viel über die Evolution der Sprache. Aber bekannt ist, dass dieser Entwicklungsschritt in der Evolutionsgeschichte erst vor kurzem erfolgte. Er muss daher sehr einfach gewesen sein. Doch was die Menschen produzieren, ist sehr komplex. Das ist also ein großes Problem, das in den letzten Jahren zwar nicht gelöst, aber zumindest stark vereinfacht werden konnte. Wir entdeckten tiefer liegende Prinzipien in Vorgängen, von denen man früher dachte, sie würden komplexen Regeln folgen. Aus den Forschungsergebnissen wurden Hypothesen abgeleitet, die zwar noch nicht erhärtet, aber doch sehr plausibel sind. Nämlich, dass alle Sprachen den exakt gleichen Regeln folgen. Dass also Englisch und Swahili aus der Sicht eines Marsbewohners dasselbe sind. Es gibt zwar Unterschiede, aber die sind nur oberflächlich. Grundsätzlich folgen die Sprachen den immer gleichen Regeln und die sind relativ einfach. Das ist zwar immer noch eine idealtypische Vorstellung, aber etwas, das die Wissenschaft mit der Zeit wohl erhärten kann. Wenn sie das erreicht, kann sie die Diversität und Komplexität der Sprachen erklären und zugleich die Tatsache, dass dieser Evolutionsschritt erst vor kurzem und so rasch erfolgte. Es lohnt sich, in Erinnerung zu rufen, dass man zwar viel über die Entwicklung der Sprachen geschrieben hat, aber eigentlich wenig darüber bekannt ist. Man weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass sich die Sprachfähigkeit seit etwa 50.000 Jahren nicht mehr weiterentwickelt hat. Wir wissen das aus folgendem Grund. Nimmt man ein Kleinkind aus dem Urwald von Amazonien, von einem Stamm, der seit 10.000 Jahren keinen Kontakt mit anderen Menschen hatte, und bringt es nach Boston, wird es perfektes Boston-Englisch lernen und sprechen. Und umgekehrt. Ein Kind von Boston und ein Kind von Amazonien haben also dieselben Fähigkeiten. Es gibt individuelle Unterschiede, aber keine Stammesunterschiede. Seit 50.000 Jahren ist also nichts Entscheidendes passiert. Geht man weitere 50.000 oder 100.000 Jahre zurück, findet man nichts, woraus man auf das Vorhandensein einer Sprache schließen könnte. Es gibt aber anthropologische und archäologische Hinweise, dass in diesem kleinen Zeitfenster, das evolutionsgeschichtlich gesehen nicht mehr als ein Augenzwinkern ist, etwas Dramatisches passiert ist. Es muss eine Art Explosion kreativer Aktivität gegeben haben. Symbolische Repräsentationen, komplexe Wortfamilien, soziale Strukturen und so weiter. Das wird von Paläontologen allgemein als Entwicklung der Sprache beschrieben. Aber diese Entwicklung passierte, wie gesagt, in einem sehr kleinen Zeitfenster. Das heißt, was immer auch passiert ist, muss sehr einfach gewesen sein. Eine kleine Veränderung des Gehirns, aus der sich dann diese fundamentalen kreativen Fähigkeiten entwickelt haben. Die unsere Welt so sehr verändert hat im Endeffekt, diese kleine Veränderung. Richtig. Vorher waren unsere Vorfahren nicht mehr als eine der vielen Hominidenarten in Afrika. Anatomisch gibt es die modernen Menschen seit Hunderttausenden von Jahren. Aber ihre kognitive Entwicklung ist anscheinend erst vor kurzem erfolgt. Und bald darauf haben sie Afrika verlassen und die ganze Welt erobert. Das ging sehr schnell. Sie gingen nach Papua-Neuguinea, Australien, überall hin. Alle anderen Hominidenarten wurden eliminiert. Es gibt seit 30.000 Jahren keine Hominiden mehr. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann merke ich, Sie sind ein Universum, wenn es um die ganze Sprachwissenschaft geht. Man merkt Ihnen an, wie sehr Sie dieses Thema lieben. Und ich kann Ihnen nur sagen, alle meine Freunde, die Sprachwissenschaften studiert haben, wir alle haben Ihr Schema gelernt. Wir haben gelernt, wir haben das Chomsky-Bäumchen genannt, wie wir diese generative Grammatik auf die Sprache anwenden mussten, haben das in Prüfungen niedergeschrieben.
Allerdings kennt man sie auch oder eigentlich auch fast vor allem als politischer Aktivist. Es gibt die Geschichte von Ihnen oder von dem, was Sie produzieren an politischen Büchern, dass während des Irakkrieges an vielen Universitäten auf der ganzen Welt Graffiti erschienen sind mit den Worten Read Chomsky, lest Chomsky. Wie bringen Sie diese beiden Existenzen zusammen, ein so berühmter Sprachwissenschaftler zu sein und ein so berühmter politischer Aktivist, fast schon ein politisches Idol zu sein? Es gibt keinen Grund und keine Möglichkeit, die beiden Dinge zusammenzubringen. Und es ist auch unnötig. Ich kann politischer Aktivist und gleichzeitig, sagen wir, algebraischer Topologe oder Botaniker sein. Es gibt keinen Zusammenhang. Eigentlich gibt es sogar eine Art Verbindung, aber sie ist ziemlich abstrakt. Darüber wurde im 17. und im 18. Jahrhundert spekuliert. Diese Idee geht auf Schriften von Gelehrten wie Wilhelm von Humboldt zurück, der zu den Begründern des klassischen Liberalismus zählt und ein großer Linguist war. Auch Adam Smith hat darüber geschrieben. Ihre libertären politischen Ansichten gründeten auf ihrer Sicht der menschlichen Natur. Sie sahen das Wesen des Menschen vor allem in seiner Freiheit, unabhängig zu forschen und kreativ zu sein. Inquire, create, independently, under your own control. Humboldt put it in a nice image. Humboldt drückte das mit einem schönen Bild aus. Er sagte, wenn ein Handwerker einen schönen Gegenstand im Auftrag schafft, bewundern wir, was er machte, aber verachten, wer er ist, nämlich ein Werkzeug in den Händen anderer. Adam Smith sagte etwas sehr Ähnliches. Viele meinen, er habe die Arbeitsteilung idealisiert, und zwar aufgrund des ersten Paragraphen seines Werkes Wohlstand der Nationen. Wenige Leser gehen über die ersten 100 Seiten hinaus und lesen seine scharfe Kritik der Arbeitsteilung. Er schrieb, in einem zivilisierten Land muss die Regierung einschreiten und die Arbeitsteilung verhindern. Sie macht aus den Menschen dumme und unwissende Kreaturen, denn sie agieren auf Kommando und verrichten Routinearbeit. Doch der Mensch soll frei und kreativ sein und wählen dürfen, was er tun will. Das ist der Kern der libertären Ideen, aber auch der Kern linguistischer Ideen. Das geht auf Descartes zurück. Descartes sprach zwar nicht über politische Aspekte, aber Gelehrte wie Humboldt und Smith schöpften aus dem kartesianischen Gedankengut. Ob bewusst oder unbewusst, war es Teil des intellektuellen Hintergrunds von Kartesianern und Antikartesianern. So, if you look at Cartesian philosophy. Also Sie meinen, die Philosophen Descartes, ja? Ja. Wir nennen Descartes einen Philosophen, aber eigentlich war er Wissenschaftler. Was wir heute Philosophie nennen, war damals Wissenschaft. Sein Grundprinzip war das Fundament der modernen Wissenschaft von Galileo bis Newton. Er sah die Welt als komplexe Maschine. Eine Maschine, die von einem begabten Handwerker hätte konstruiert werden können, mit Getriebe, Hebeln und Rädern, die sich gegenseitig antreiben. Und seit Galileo ging die moderne Wissenschaft von der Grundannahme aus, wenn man etwas nicht mechanisch erklären kann, ist es nicht einsehbar und somit auch nicht erklärbar. Descartes dachte, er könne die Welt mechanisch erklären. Aber darüber hinaus verstand er etwas Wesentliches. Was wir nicht erklären können, ist die Tatsache, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, endlos neue Ausdrücke zu kreieren. Er kann seine Gedanken auf eine komplett neue und verständliche Art ausdrücken, ohne dass er durch externe Impulse oder innere Befindlichkeiten gesteuert würde. Den Situationen angemessen, aber nicht durch sie verursacht. Diese Erkenntnis ist korrekt, so viel wir wissen, und sie ist die Basis für Descartes' Theorie des Geistes.
Er kam zum Schluss, da dies mechanisch nicht möglich sei, brauche es eine zweite Substanz, die Res Cogitans, die denkende Substanz. Und dann folgt die Frage, wie hängen die beiden zusammen? Nun, dieses Bild hielt sich nicht lange. Newton glaubte daran, aber er widerlegte es später, zu seiner eigenen großen Enttäuschung. Er zeigte auf, dass dieses Bild der Maschine nicht auf die Welt zutrifft. Denn Phänomene wie die Bewegung der Planeten oder die Gezeiten sind dem unterworfen, was man damals mystische Eigenschaften nannte, nämlich Anziehung und Abstoßung. Die großen Wissenschaftler jener Zeit, wie Leibniz und Huygens, verdammten Newton dafür, dass er auf scholastische Mystizismen zurückgriff. Und Newton gab ihnen recht. Er sagte, das ist eine Absurdität, die kein Wissenschaftler akzeptieren kann. Aber sobald sich die Erkenntnis einmal durchgesetzt hatte, dass es keine Maschinen im Sinn der frühen modernen Wissenschaft gab, musste man auch nicht länger annehmen, dass die mentalen Eigenschaften vom Rest der Welt getrennt seien. Und man kann bis zu John Locke zurückgehen, der teilweise unter dem Einfluss von Newton sagte, wenn normale Materie so mysteriöse Eigenschaften hat wie Anziehung und Abstoßung, dann gibt es keinen Grund, nicht anzunehmen, dass Materie auch denken kann. Er setzte das in einen theologischen Zusammenhang mit der Schöpfung. Jetzt sind wir in der gesamten Wissenschaftsgeschichte gelandet. Einen ganzen Bogen haben Sie geschlagen, eigentlich von der Frage, wie Sie Ihr Wissenschaftlerleben zusammenbringen mit Ihrem Leben als politische Stimme, als politischer Kritiker auch. Und Sie haben jetzt quasi die Antwort gegeben, dass Sie gegen die Arbeitsteilung sind oder zumindest die Arbeitsteilung auch für gefährlich halten könnten. Jetzt, wenn wir bei diesem politischen Aktivismus noch einmal ansetzen, Sie haben ja eigentlich Ihre Stimme erstmals so richtig erhoben, als es um den Vietnamkrieg ging. Sie waren einer der Intellektuellen, die sich ganz stark gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen haben. Und seither mischen Sie sich immer wieder ein. Und ich würde Sie gerne fragen, einer der Konflikte, für den Sie sich immer wieder versuchen, eine Lösung zu präsentieren oder sich einsetzen für die Schwierigkeiten in diesem Kontext, ist der Israel-Palästina-Konflikt. 2010 wollten Sie nach Gaza reisen, Sie wurden nicht hineingelassen, Sie wurden zurückgehalten an der jordanisch-israelischen Grenze. Jetzt habe ich gehört, wollen Sie wieder nach Gaza. Warum wollen Sie nach Gaza? Meinen ersten politischen Artikel habe ich 1939 für eine Schülerzeitung geschrieben. Darin warnte ich vor dem wachsenden Faschismus in Europa. Das war, nachdem Francos Truppen Barcelona eingenommen hatten. Ich schrieb, wie Österreich, die Tschechoslowakei und nun auch Spanien gefallen seien. Die Verbreitung des Faschismus war sehr beängstigend. Ich war damals 10 Jahre alt. Und seither habe ich nicht mehr aufgehört, politisch aktiv zu sein. Im Nahen Osten war ich in den 1940er Jahren als Teenager und zionistischer Aktivist. Heute nennt man das Antizionismus. Damals bezeichnete man uns als Zionisten. Aber wir hatten die gleiche Haltung. Wir waren gegen den jüdischen Staat und unterstützten eine Zwei-Staaten-Lösung, basierend auf arabisch-jüdischer Zusammenarbeit. Das wurde damals von der zionistischen Bewegung unterstützt. Ich erzähle jetzt nicht alles, aber ich bin diesbezüglich immer sehr aktiv gewesen. Und auch bei anderen Ereignissen, wie der britischen Intervention in Griechenland 1944. Auch darüber habe ich geschrieben. Damals war ich 15 Jahre alt. Es war nichts Nennenswertes, aber meine Haltung habe ich nie geändert. Man kann verschiedene Dinge tun. Als der Vietnamkrieg begann, habe ich mich stärker eingemischt. Nicht nur mit Artikeln und Reden, sondern durch aktiven Widerstand. Ich organisierte Steuerverweigerungen und half mit bei der Unterstützung der Wehrpflichtverweigerung. Ich wäre deswegen beinahe im Gefängnis gelandet. Meine aktivistische Haltung hat sich nicht grundlegend geändert. Und Sie sind ja eine so kritische Stimme der US-amerikanischen Außenpolitik, dass Sie es beispielsweise auf die Feindesliste von dem damaligen US-Präsidenten Nixon geschafft haben. Was kritisieren Sie denn an der US-amerikanischen Außenpolitik hauptsächlich? Kann man das so quasi
auf einen Punkt reduzieren oder zusammenfassen, was Sie am meisten stört? Meine Grundkritik ist, dass die USA handeln, als gehöre ihnen die Welt. Und wenn sich jemand diesem Besitzanspruch widersetzt, müsse man ihn stoppen. And if anyone interferes with this ownership of the world, we've got to stop them. So take the lead. Nehmen wir die Schlagzeilen über den Iran und stellen eine einfache Frage. Warum sollte der Iran eine Bedrohung sein? Das Land hat eine marode Regierung, aber viele Länder haben marode Regierungen. Saudi-Arabien, der wichtigste Verbündete der USA in der Region, hat wohl eine schlimmere Regierung. Was macht also aus dem Iran eine Bedrohung? Gemäß der vorherrschenden öffentlichen Meinung in Europa ist Israel die größte Bedrohung. Laut der öffentlichen Meinung in den arabischen Nationen ist Israel die Hauptbedrohung und die USA sind die zweitgrößte Bedrohung. Die arabische Welt mag den Iran nicht, aber er ist für sie keine Bedrohung. Warum sind also die USA und ihre Verbündeten so besessen von dieser Idee der iranischen Bedrohung? Wir haben Antworten auf diese Frage, und zwar vom Pentagon und vom US-Geheimdienst. Man kann sie nachlesen in ihren Berichten über die globale Sicherheitssituation. Ich habe schon daraus zitiert. Die Presse schreibt nicht darüber, aber sie sind öffentlich zugänglich. Und dort wird der Iran als ernstzunehmende Bedrohung dargestellt. Vor allem, weil das Land ein Abschreckungsmittel gegen die USA entwickeln könnte. Sie sagen, sollte der Iran Atomwaffen herstellen können, wäre das Teil seiner Abschreckungsstrategie. Sie betonen, der Iran habe begrenzte Machtausübungsmöglichkeiten. Das Land verfüge über eine Verteidigungsstrategie. Es könne zwar nicht Macht ausüben, aber womöglich eine Abschreckungswaffe herstellen. Was verrät das über uns selber? Dass wir keine Abschreckung tolerieren. Wir müssen frei agieren und Macht und Gewalt anwenden können, und zwar überall und uneingeschränkt. Anders gesagt, uns gehört die Welt. Dasselbe gilt für den Konflikt zwischen den USA und China. An China kann man vieles beanstanden. Seine Nachbarn sind unglücklich über sein Wirtschaftswachstum und seine Kriegslust. Aber nicht das stört uns. Wir haben ein Problem, das man klassisches Sicherheitsdilemma nennt. Das heißt, China und die USA haben beide ein existenzielles Bedürfnis, das miteinander kollidiert und zu den Dingen gehört, die schon oft zu Krieg geführt haben. Was ist dieses existenzielle Bedürfnis? Für die Chinesen ist es die Kontrolle ihrer Gewässer vor ihren Küsten, denn das sind ihre Haupthandelswege. Wenn sie Öl aus dem Nahen Osten brauchen, wird es auf diesem Weg transportiert. Auch die USA wollen diese Gewässer kontrollieren. Der Konflikt betrifft weder die Karibik noch den Ostatlantik. Es geht um die Gewässer vor China. Eine Bedrohung unserer Kontrolle über diese Gewässer ist für die USA nicht tolerierbar. Any threat to our control over those waters is intolerable. Nehmen wir die Kuba-Krise im Kalten Krieg vor bald 50 Jahren, ein bedeutendes Ereignis. Es brachte die Welt an den Rand eines Atomkriegs, der die nördliche Hemisphäre hätte zerstören können. Auf dem Höhepunkt der Krise am 26. 27. Oktober 1962 machte Premierminister Chruschtschow dem US-Präsidenten Kennedy ein Angebot zur Beendigung der Krise. Er bot an, die russischen Raketen von Kuba abzuziehen, wenn die USA ihre Raketen, die sie schon lange in der Türkei stationiert hatten, abziehen würden. Kennedy lehnte ab. Er war einzig mit einem Geheimabkommen einverstanden, denn die Raketen waren veraltet und er hatte deren Abzug bereits angeordnet. Sie sollten durch Polaris-U-Boote im Mittelmeer ersetzt werden, die praktisch unzerstörbar und viel tödlicher waren.
Aber er musste das Prinzip erhärten, dass wir das Recht haben, Rivalen einzukesseln mit massivsten Mitteln und Tausenden von Soldaten, während andere nicht das Recht haben, Raketen außerhalb ihrer Hoheitsgebiete zu stationieren. Das macht Sinn, wenn uns die Welt gehört. Und das ist nicht ungewöhnlich. So funktionieren Großmächte. Die USA sind ungewöhnlich, aber nur, weil sie so mächtig sind. Die Verträge von 1945 gaben den USA eine Machtposition, die in der Weltgeschichte einmalig war. So groß ist ihre Macht nicht mehr, aber immer noch beträchtlich. Und wenn wir noch einmal auf den Konflikt zwischen Palästina und Israel zurückgehen, Sie selber sind ja ursprünglich Jude und ein verbreitetes Vorurteil, was kursiert, ist, dass im Grunde genommen die Juden in Amerika die Außenpolitik bestimmen. Stimmen Sie dieser Position zu? So viel kann ich dazu sagen. Wenn die Interessen der jüdischen Lobby mehr oder weniger mit den Zielen des US-Machtzentrums übereinstimmen, ist sie ziemlich einflussreich. Aber wenn sie gegen diese Ziele ist, schwindet dieser Einfluss. Davon zeugen viele Fälle. Gerade hat sich ein solcher Fall zum 30. Mal gejährt. Die israelische Invasion in den Libanon. 20.000 Menschen wurden getötet, der Südlibanon praktisch zerstört. Die Invasion war von Reagan unterstützt worden. Aber Mitte August sah die US-Regierung, dass der Krieg ihren Interessen schadete. Deshalb befahl Reagan, Premierminister Begin die Operation zu beenden. Begin war sehr verärgert, denn er meinte, er habe Arafat eingebunkert und sei daran, ihn zu erledigen. Doch Reagan befahl ihm, den Krieg zu beenden, und Begin beendete ihn. Israel ist ein kleines Land, das von den USA abhängig ist. Es gibt viele solche Fälle. Wenn die USA ein Vorhaben nicht befürworten, verhindern sie es. Es ist so interessant, Ihnen zuzuhören. Es gäbe noch so viel zu fragen, aber wir sind leider am Ende unseres Gespräches angelangt. Erlauben Sie mir eine sehr persönliche letzte Frage. Ich weiß, dass Sie Bertrand Russell sehr schätzen. Und Bertrand Russell hat dieses wunderbare Buch geschrieben, My Life, seine Autobiografie. Es beginnt mit einem Prolog und am Ende dieses Prologs steht, wenn ich die Chance bekäme, mein Leben noch einmal zu leben, dann würde ich diese Chance sehr gerne packen und mein Leben noch einmal leben. Noam Chomsky, gilt das Gleiche für Sie? Ich bewundere vieles an Russell als Person und als Philosophen, aber ich liebe ihn nicht. Er hat manches falsch gemacht, wie viele andere Menschen auch. Ob ich mein Leben nochmals so leben würde? Ich habe viele Fehler gemacht, vieles hätte ich anders machen sollen, vieles war richtig. Wie bei jedem Menschen ist das eine komplizierte Geschichte. Es war schön, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Noam Chomsky. Thank you.